Seid gegrüßt zu einer neuen Folge von Ultima 5. Wir sind immer noch in Trinzig und wollen jetzt mal mit ihm reden. Ja, dachte ich mir, das ist Wolfe. Sein Beruf, ist ein Schmied. Okay, anderswo. Okay, kann ich sehr gut verstehen. Okay, Aufträge. Ja, der Arme. Was für Dinge dann? Okay, krass. Das ist ja ziemlich krass. So, da geht's. Ja, das ist die Stadtmauer. Da ist auch die Stadtmauer. Da ist die Stadtmauer, da ist nichts mehr. Alles klar. Dann gehen wir mal nach Süden. Falls wir hier wieder rauskommen. So, das ist eine ganz normale Wache, ja. Ist es? Dann haben wir da erstmal ein Haus. Ja, und da ist auch die Stadtmauer. So, ist hier jemand da? Nee, sieht nicht danach aus. Keiner zu Hause. Dann nehmen wir das nächste Haus in Angriff. Hoppala. So. Magisch verschlossen. Okay, da kommen wir wohl nicht so rein. Nun gut. Da haben wir auch nochmal zwei Häuser. Ah, wenn ich was sehen würde. Was ist denn das für ein Haus? Und ich würde auch jetzt unbedingt ganz gern mal mit den einen reden, aber der ist im Moment irgendwie nicht aufzutreiben. Da ist auch keiner da. Wie viel Uhr ist denn eigentlich? Ah, 6 Uhr, alles klar. Naja, da waren wir schon. Da haben wir ein ziemlich großes Haus. Das sieht aus wie so ein Wachposten oder sowas. Aber keiner hier. Zumindest in den Stockwerk nicht. Schauen wir mal nach oben. Und da ist auch keiner da. Jedenfalls sehe ich gerade keinen. Oh, wer ist das? Da haben wir auf jeden Fall einen Fremden noch. Wo geht denn der hin? Der geht ins See. Da rein. Das könnte die Taverne vielleicht sein. Ja, da ist auch keiner da. Und hier oben? Auch keiner. Okay. Dann mal runter wieder. Wohin gehen wir jetzt? Rechts oder links? Da waren wir ja schon in dem Haus. Das ist das jetzt hat Kristallkelch. Das ist, denke ich, das
des Gastwirt, das die Taverne. Dann gehen wir mal da rein. Oh, was ist das hier? Wow. Du gehst einfach so durch die Tür durch. Naja, gut. Dann reden wir mal mit ihr. Wer bist du? Das ist Magdalena. Alles klar. Hallo, Magdalena. Die Bäckerin. Was sagst du denn über Trinzig? Okay, verstehe. Okay, Jimmy. Mit dem müssen wir auch noch reden. Okay, die gefällt mir. Okay, das werden wir machen. Ich hoffe, das hat niemand gehört gehabt. Erbschaft? Ah, das tut mir leid. Natürlich. Ja, gerne doch. Dann nehmen wir doch einfach mal so ein Brot mit. Naja, nehmen wir zwei Brote mit. Was hat sie denn sonst noch alles? Mehl. Okay. Okay, dann reden wir nochmal mit ihr. Wir waren nämlich noch nicht fertig. Okay, hast du sonst noch irgendwas? Bäckerin hatten wir. Paladin, fortgehen, essen, kaufen. Kampf hatten wir. Im Moment gerade nicht. Ja, okay, ich glaube, das war's. Alles klar. Wer ist... Jetzt haben wir hier noch jemanden. Ja, das ist der Paul. Das ist der Paul. Und er ist ziemlich betrunken. Okay. Ja, Iolo mag ihn nicht, kann ich gut verstehen.
Talon? Okay, verstehe. Haben wir da noch jemanden? Da ist auch noch mal jemand. Wer bist du? Das ist Grunan. Alles klar. Dein Beruf? Okay, was sagt er bei Allison? Ja, so kann man es natürlich auch sagen. Okay. Das ist eine gute Frage, aber wahrscheinlich hätte ich aufgegeben, ja. Wenn wirklich alle in Gefahr sind. Ja, das Mantra. Zum. Sehr, sehr schön. Wir haben das Mantra der Ehre. Das schreibe ich mir gleich mal auf. Wieder ein neues Mantra. So, damit fehlen nur noch zwei Mantras. Okay, mit der reden wir auch noch. So. Haben wir sonst noch was hier? Beziehungsweise jemand hier? Nee, sieht nicht danach aus. Außer die zwei. Nun gut. Dann gehen wir mal hier lang. War man in dem Haus schon drin? Ja, ich glaube, da waren wir schon drin. Da haben wir die Ehrenmale. Das ist das Teil, des Dings. Das ist, dieses Heilteil, wo dieser Paladin auch liegen soll. Und diese Leila ist. Jetzt bin ich mal gespannt, wie wir da alles antreffen. Da haben wir Sindar. Ja, der ist wohl nicht ansprechbar, aber da haben wir einen Fremden. Das könnte der Jimmy sein, schätze ich mal.
Ja, sind wir. Ja, haben wir. Du bist Jimmy wahrscheinlich. Wieso bist du krank? Was hast du? Okay. Okay. Oh, das ist ja süß. Okay, Schiffer. Ah ja, die haben Escape. Von dem haben wir unser Schiff sogar kleiner. Ja, Kampf gegen Piraten. Dann können wir noch die Glucke des Mutes erzählen. Und den Wasserstrudel nach Korf. So, was ist das hier? Seil? Ah, alles klar, verstehe. Okay, das war's mit ihm. Armer kleiner Junge. Wo ist denn das hier? Das könnte wahrscheinlich dann diese Layla sein. Ah ne, doch nicht. Ah, das ist Anil. Alles klar. Okay. Okay, Patienten. Ja, die zwei haben wir schon gesehen gehabt. Wahrscheinlich ein bisschen im, liegt er im Koma drin. Okay, das sollte man vielleicht mal bis nachts warten, ob er wirklich aufsteht. Ah, New Magenzica. Okay.
Ja, dann geben wir ihr ein paar Minuten und dann soll sie uns ihre Geschichte erzählen. Und dann schauen wir mal weiter. Das hört sich ja interessant an. Die hat ja anscheinend eine ziemlich krasse Geschichte zu erzählen. Nun gut, aber ich würde sagen, diese Geschichte hören wir dann erst beim nächsten Mal. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss!